Also mein Name ist Claudia Pötsch, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, habe zwei inzwischen volljährige Töchter. Wir wohnen im Ortsteil Anrath und ja, schon jetzt seit über 20 Jahren sind wir hier und Willich ist für uns Heimat geworden und deswegen engagiere ich mich hier politisch und möchte Bürgermeisterin werden. Wir befinden uns jetzt hier im Zentrum, wenn man das so sagen kann, vom Ortsteil Anrath. Im Hintergrund sieht man die ehemalige Alleeschule und wir befinden uns jetzt auf dem Platz davor. Ich finde diesen Platz wunderschön mit den alten Platanen. Wir haben auch jetzt hier einen schönen Schatten. Das ist ein tolles Klima. Und ja, mir ist es echt ein persönliches Anliegen, diesen Ort wiederzubeleben, ja, mehr in die öffentliche Nutzung zu bekommen, dass hier einfach wieder mehr stattfindet, weil ich finde es einfach zu schade, dass dieser Ort hier brach liegt. Ich bin im öffentlichen Dienst beschäftigt, ich bin tatsächlich also Beamtin. Ich arbeite seit 2018 im Ministerium des Innern in Nordrhein-Westfalen, gehöre da dem Projektteam Digitalisierung der Verwaltungsarbeit in der Landesverwaltung an. Habe zuvor 27 Jahre in der Kommunalverwaltung gearbeitet, konnte dort Berufs- und Führungserfahrung sammeln. Ja, und wenn ich dann Freizeit habe, dann bin ich sportlich vielseitig interessiert. Fußball, Handball, Tennismatches schaue ich mir gerne an. Ich lese gerne, ich gehe leidenschaftlich gerne ins Theater. Ja, und wenn es dann der Urlaub hergibt, ich bin begeisterte Bergsportlerin, sowohl im Sommer als auch im Winter. Ja, ich möchte Bürgermeisterin werden, weil ich den Anspruch habe, hier Veränderungen reinbringen zu wollen. Ich verfüge über die notwendigen beruflichen Erfahrungen, ich habe Lebenserfahrungen und ich bringe die ja neue Ideen, frische Ideen rein, habe Mut und auch Veränderungswillen, den es braucht, um Veränderungen jetzt anzustoßen. Und ja, ich bin nicht schon lange Teil des politischen Systems hier in Willich und deswegen denke ich, bringe ich einen ungetrübten Blick von außen mit und ohne fachfremd zu sein. Und ich denke, das ist eine absolut gute Voraussetzung, um die notwendigen Änderungen anzustoßen, die wir dringend brauchen, damit Willich auch in Zukunft eine lebenswerte und attraktive Stadt bleibt. Ja, wir sind drei Kandidaten insgesamt und wir begegnen uns natürlich auch gerade jetzt zu Wahlkampfzeiten. Ja, und natürlich grüßen wir uns. Also ich denke, da muss man auch sicherlich unterscheiden zwischen der Rolle jetzt im Wahlkampf und der Person. Also da ist auch schon so mein Anspruch. Also wenn man das nicht unterscheiden kann, das wäre echt höchst unprofessionell. Aber wir gehen wirklich da wertschätzend miteinander um und natürlich grüßen wir uns. Ja. Ja, also ich spüre schon die Mehrfachbelastung durch den Wahlkampf, also gerade auch eben halt Vollzeit berufstätig zu sein, Familie zu haben, Haushalt zu haben, das hat jetzt auch wirklich stark zugenommen. Also mein Tag ist tatsächlich jetzt so mit 16 Stunden täglich ausgefüllt und das geht jetzt auch über die Wochenenden. Und ja, es ist schon anstrengend, da bin ich auch meiner Familie sehr dankbar, dass sie mich da entlasten und unterstützen. Ja, und Wahlkampf war dieses Jahr tatsächlich auch mal ganz anders. Also viel mehr digitale Formate, Livestreams, war eine besondere Erfahrung. Ja, und auf der anderen Seite hat aber auch eben halt die besondere Situation, also die Corona-Krise, ja, auch dafür gesorgt, dass viele Termine in der Öffentlichkeit halt ausfallen mussten. Und das hat auf der anderen Seite auch wieder Entlastung gebracht. Und von daher alles gut bis jetzt. Also mir ist besonders wichtig Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit im Umgang. Mir ist Authentizität besonders wichtig und eben halt auch, dass man bei all dem, was man tut, auch die Bodenhaftung nicht verliert. Und ja, mir ist auch ganz besonders wichtig, dass man zu allen Äußerungen und auch zu allen Entscheidungen, die man mal getätigt hat, getroffen hat, dass man auch dann dazu steht, auch wenn es mal eng oder auch kritisch wird. Das finde ich ganz besonders wichtig.
Ich persönlich nicht. Also das, was bis jetzt da kam, vielleicht auch negativ, das war eher, würde ich unter kritisch verbuchen. Ich bin mir aber sehr bewusst, dass es das gibt. Ich bin auf Landesebene in der Arbeitsgemeinschaft gerade zu diesem Thema organisiert und ich erfahre da schon ja, viele sehr, sehr unschöne und auch belastende Dinge für Kandidaten oder eben halt auch ja, Persönlichkeiten, die sich politisch engagieren. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir hier in Willich nicht ja, damit so konfrontiert sein müssen, dass das ja vielleicht auch noch eine kleine Insel der Glückseligen hier in Willich ist. Ja, also persönlich zum Glück noch nicht. Aber ich bin gewappnet. Davon gehe ich jetzt einfach tatsächlich überhaupt nicht aus. Ich bekomme so viel positiven Zuspruch von Bürgerinnen und Bürgern hier aus Willich, sodass ich nicht davon ausgehe, dass es nicht klappen könnte. Also das ist tatsächlich ja, eine ganz tolle Erfahrung und die gibt mir auch sehr viel Energie und Mut, den Weg auch jetzt bis zu Ende, bis zur Wahl weiter so zu bestreiten. Und ja, eigentlich kann ich eigentlich auch nur gewinnen. Also ich stehe auf Listenplatz 1. Auch wenn ich nicht Bürgermeisterin werden sollte, werde ich ein Ratsmandat haben und werde von da aus ja, die Dinge anschieben und einfordern, ja, die ich wichtig finde und denen wir uns stellen müssen hier in Willich. Also mit mir bekommt man eine unabhängige Bürgermeisterin. Also ich habe jetzt auch für meinen gesamten Wahlkampf keinerlei Unterstützung oder auch finanzielle Hilfen durch Dritte. Ich bin damit auch eben halt nach der Wahl niemandem, keiner Organisation, keinem Verein oder irgendwelchen Firmen zu irgendetwas verpflichtet, sodass ich mich da eben halt ja, sachgerecht den Themen widmen kann und ja, damit auch eben halt Bürgermeisterin für alle Willicherinnen und Willicher sein kann.